Hallöchen, ist wieder euer Ziegelstein21 zurück mit einem neuen Technikvideo. Heute gibt es das bisher noch ausstehende Update-Video zur Garmin Vivo Active. Ich hoffe, ihr habt es natürlich schon vermisst. In den Kommentaren hat es zwar noch keiner angesprochen, aber heute haue ich das Video raus. Nach dem Intro seht ihr dann meinen Erfahrungsbericht zu der Uhr. Bis gleich. Als allererstes stellt sich die Frage, ob diese Garmin-Uhr euren Urlaub aufzeichnen kann, beziehungsweise eure gefahrenen Strecken, eure zurückgelegten Meter und ihr somit am Ende schauen könnt, wie weit ihr seid ihr gelaufen. Die Antwort kann ich jetzt mit Ja beantworten. Ihr müsst leider ein bisschen improvisieren, denn ich zeige euch kurz hier mal die Profile. Ihr habt Laufen, Radfahren, Schwimmen, Golf spielen und Laufen oder Gehen, meine ich. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel das Radfahren fürs Autofahren verwendet und das Laufen oder Gehen zum normalen Städte besichtigen, dann könnt ihr auf jeden Fall die gefahrenen oder gelaufenen Kilometer aufzeichnen, um so euren Urlaub zu dokumentieren. Um euch kurz mal zu zeigen, wie das so mit der Akkulaufzeit um die Uhr steht, habe ich hier mal eine Beispielaufnahme für euch. Ihr achtet mal hier auf den 23.08. Ich habe an dem Tag hier vier Aufnahmen gemacht. Die erste Aufnahme ging 2 Stunden 8, die zweite 2 Stunden 31, die dritte 18 Minuten bzw. 20 Minuten und die letzte ging auch nochmal 2 Stunden 33. Also hat die Uhr insgesamt mindestens 7 Stunden aufgezeichnet und ihr könntet danach die Uhr immer noch als normale Uhr benutzen. Deswegen gibt es auf jeden Fall schon mal ein fettes Daumen nach oben für die Akkulaufzeit, denn da wird die Uhr euch nicht im Stich lassen. Ich habe jetzt mal hier so eine Aufzeichnung aufgemacht. Ich war hier in Sardinien, wie gesagt, im Urlaub. Und solange ihr eure Fahrten schön fleißig hochladet auf die Connect-App, könnt ihr auf der App vom Tablet aus auf eure Strecken zugreifen. Ihr seht hier einige interessanten Fakten über eure Fahrt, zum Beispiel wie lange ihr gebraucht habt, wie weit ihr gekommen seid. Gut, beim Autofahren werde ich wahrscheinlich keine 3500 Kalorien verbraucht haben. Aber gut, die Apps denkt halt, ihr seid Fahrrad gefahren, ne? Ihr seht die durchschnittliche Geschwindigkeit, Höhenunterschied. Außerdem habt ihr hier unten eine schöne Google Maps Karte, die euch den kompletten Weg anzeigt. Und ihr habt hier unten auch noch eine Temperaturanzeige, damit ihr genau wisst, wie warm es an dem Tag gewesen ist. Noch befinden wir uns in der App fürs Tablet. Hier oben an dem grünen Punkt neben der Uhr seht ihr, dass die Uhr gerade verbunden ist mit dem Tablet. Ihr müsst allerdings, auch wenn ihr Bluetooth auf beiden Geräten eingeschaltet habt, in der App nochmal die Uhr mit dem Tablet verbinden. Leider ist diese Verbindung manchmal ein bisschen widerspenstig. Das heißt, auf gut Deutsch, manchmal kackt die Verbindung ab oder manchmal will das Teil überhaupt nicht. Funktioniert aber, wenn man es braucht, zum Beispiel zum Hochladen trotzdem. Jetzt nochmal ein paar allgemeine Sachen zum Gebrauch der Garmin Vivo Active als Uhr. Also ich muss sagen, die Form ist immer noch super, lässt sich gerne mal den ganzen Tag lang an der Hand tragen. Manchmal hat man so seine Probleme mit dem transflektiven Display, die abzulesen. Denn so, wenn jetzt der Scheinwerfer oder die Sonne drauf scheint, geht es ganz gut. Nur sobald ich das Licht wegnehme, ne, ist die Uhr leider auch weg. Das Ding ist, man könnte natürlich hier oben die Beleuchtung einschalten, aber manchmal in Räumen, wo das Licht so wenig ist, wo wenig Licht reinscheint, wird es echt happig, die Uhr ordentlich abzulesen. Natürlich, Akkulaufzeit ist dadurch natürlich ziemlich krass, da die Uhr wenig Strom verbraucht. Allerdings möchte die Uhr natürlich trotzdem gern aufgeladen werden, da sie ja einen relativ kleinen Akku hat. Ansonsten, was noch zu sagen gibt, Wasserdichtigkeit läuft auf jeden Fall. Und ja, sonst finde ich sie eigentlich immer noch ziemlich gut. Und dann gibt es noch dieses nette Ding hier. Das ist, wie ich in meinem ersten Video dazu schon gesagt habe, das Ladegerät der Uhr. Denn ihr müsst für die Uhr wirklich das mitgelieferte Ladegerät benutzen, sonst gibt es, soweit ich weiß, keins. Es hat einen eingebauten Magneten, um die Uhr auf der Ladestation zu halten, denn ihr seht hier oben vier Kontakte, die dann hier an die vier Kontakte von der Uhr dran gehen. Und sobald ihr die Uhr drauflegt und Strom angeschlossen ist, zack, geht es mit dem Magneten
hängt sich die Uhr in das Ladegerät rein und dann könnt ihr es aufladen. Ist manchmal ein bisschen lästig, wenn man immer für jedes Gerät ein neues Ladegerät braucht, aber hat natürlich seine Vorteile, dass man hier die Uhr ganz entspannt draufsteckt und es hält, ohne dass irgendwelche Micro-USB-Kabel abbrechen oder so. Wenn ihr mit dem Ladegerät hier die Uhr an den PC anschließt, dann klappt auch die Synchronisation über die PC-App. Eine Sache muss ich noch ansprechen, die mich ein bisschen stört, was einfach daran liegt, dass die Uhr ein Touchscreen hat. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel Mountainbike fahrt oder ihr joggt im Winter, wird jeder normale Mensch einen Handschuh mitnehmen oder auch zwei, wenn im besten Fall. Und wenn ihr dann die Uhr bedienen wollt mit dem Handschuh, wird es mit den Hardware-Tasten hier an der Seite zwar klappen, aber der Touchscreen ist nicht so reaktionsfreudig, wenn ihr einen Handschuh anhabt. Das heißt, ihr müsst dann wohl oder übel die Handschuhe ausziehen, um die Uhr im Winter oder was weiß ich, was ihr gerade macht, ordentlich bedienen zu können. Also insgesamt noch mein kleines Fazit, bevor ich euch die App noch am PC zeige. Also für 150 Euro muss ich sagen, gefällt mir die ganze Kombination aus wasserdichter Uhr mit GPS-Tracker und normaler Uhrenanzeige, Touchscreen dazu, Hardware-Tasten ziemlich gut und ja, dann sehen wir uns gleich vorm PC wieder. So, kleiner Location-Wechsel. Wir sind jetzt direkt hier vor meinem PC. Hier seht ihr die Garmin Express-App. Und hier seht ihr ja schon die Vivo Active, die hier gerade noch zwei Updates hier hat. Was ihr aber auch noch sehen könnt, ist, dass man hier generell alle Garmin-Geräte verwalten kann. Also ich habe hier zum Beispiel meine zwei Navigationsgeräte noch dabei und den Garmin eTrax, den ihr auch aus einem Video kennen müsstet. Der war auch so ähnlich, so ein GPS-Gerät ist. Und ja, da könnt ihr über diese App alle eure Geräte verwalten, Updates machen und eure Karten oder eure aufgezeichneten Strecken hochladen. So, wir wollen natürlich jetzt zu Vivo Active hier. Da klicken wir einmal drauf und schon öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Hier könnt ihr über die Garmin Express, könnt ihr natürlich erstmal die ganze Hardware von der Uhr verwalten. Könnt hier Updates installieren. Und das Eigentliche, was ich euch heute zeigen wollte, ist Garmin Connect. Ihr seht's. Hier an der Stelle schon, hier werden nämlich eure eigentlichen Routen verwaltet. Da könnt ihr sie anzeigen, könnt sie anschauen oder was auch immer ihr machen wollt, könnt ihr mit euren Routen da machen. In Garmin Connect werden die nämlich alle ausgelesen, da könnt ihr sie anschauen. Euer Vorteil ist natürlich, dass ihr hier seht, die US wird natürlich am PC mit USB verbunden. Das heißt, juhu, keine Bluetooth-Verbindung, was im Endeffekt bedeutet, dass es zuverlässig läuft und mehr Spaß macht. So, ich hoffe natürlich, euch hat mein kleines Update-Video gefallen und ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls noch Fragen da sind, gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.